Ist es ein Kleinwagen? Ist es ein Van? Der Hyundai iX20 hat ein wenig von beidem. Ab Ende November können sich interessierte Kunden einen genauen Durchblick verschaffen. Der 4,10 Meter lange Fünfsitzer tritt im Umfeld von Opel Meriva oder Renault Modus an. Hyundai, größter und erfolgreichster Autobauer aus Korea, hat längst den Ruf des fernöstlichen Billiganbieters abgelegt. Der iX20 ist ein durchweg modernes Auto mit einem familienfreundlichen Innenraumkonzept, guter Ausstattung und sympathischen Preisen. Die Bezeichnung Blue steht für eine Start-Stopp-Automatik. Hyundai bietet den iX20 mit drei verschiedenen Motorisierungen an. Die beiden Benziner leisten 90 und 125 PS, der Diesel 90 PS. Dem Topmodell reichen dabei 5,9 Liter Kraftstoff für 100 Kilometer. Das Fahrzeug an sich zeichnet vor allen Dingen das Raumkonzept aus. Es ist ein ganz neues Fahrzeug im B-Segment MPV. Bereich und vor allen Dingen der Innenraum ist riesig groß. Das kommt vor allen Dingen daher, weil er einen sehr großen Radstand hat, auf die gesamte Länge gesehen. Mit 2,62 Meter bietet er einen deutlich größeren Radstand als der Wettbewerb und hat dadurch einen größeren Innenraum. Der viertürige iX20 tritt mit einem modernen Design an, das die Höhe von genau 1,60 Meter gut kaschiert. Der Hyundai überzeugt mit einem großzügigen Raumgefühl und einem guten Platzangebot. Fürs Gepäck bleiben zwischen 440 und 1486 Liter Volumen Laderaum. Die Designer verpassten dem iX20 charakteristische Scheinwerfereinheiten, die dem kompakten Fünfsitzer ein unverwechselbares Gesicht verleihen. Die Form des Kühlers schafft Markenidentität. Nebelscheinwerfer sind serienmäßig. Die Karosserie zeichnet sich durch einen langen Radstand und kurze Überhänge der Karosserie aus. Die Aluräder haben 16 Zoll Durchmesser. Die Heckklappe des iX20 steht für optimale Raumausnutzung steil. Der kleine Dachspoiler mit dritter Bremsleuchte sorgt für etwas sportlichen Touch. Den verdient sich der agile Fronttriebler redlich. Die Türen öffnen weit für einen bequemen Zugang. Der Gepäckraum ist glattflächig. Durch Umlegen der geteilten Rückbank entsteht eine große Ladefläche mit glattem Boden. Eine echte Stärke des iX20. Im Innenraum gefällt das klare Design. Das Material der Oberflächen und die Verarbeitung übertreffen deutlich den üblichen Standard der Klasse. Die Instrumente sind klar und übersichtlich, ebenso die Bedienungselemente. Nur wenige Vertreter der Klasse bieten so viel Platz im Fond. Die Benzinmotoren geben sich kultiviert. Die Top-Version drehfreudig, aber nicht beispielhaft durchzugsstark. Die Start-Stopp-Funktion arbeitet perfekt. Für gute Anschlüsse sorgt das Sechsgang-Schaltgetriebe, das sich butterweich schalten lässt. Der Hyundai ist mit Wartungsintervallen von 30.000 Kilometer ein wartungsfreundliches Fahrzeug. Also wir sehen für das Fahrzeug zwei Zielgruppen. Zum einen junge Familien, die das Fahrzeug vor allen Dingen als Zweitwagen haben, um die täglichen Bedarfsdinge abzudecken. Und auf der anderen Seite, wie wir sie nennen, Best Agers.
Das sind ältere Herrschaften, wo vor allen Dingen auch die Kinder schon aus dem Haus sind und die vor allen Dingen die hohe Sitzposition und die gute Rundumsicht schätzen an dem Auto. Die Fahreigenschaften des Hyundai iX20 vermitteln einen sicheren Eindruck. Die Lenkung ist präzise und leichtgängig. Überzeugend ist auch die umfangreiche Sicherheitsausstattung der kompakten Limousine. Und 5 Jahre Garantie traut sich auch kein anderer Wettbewerber. Das Fahrzeug wird mit dem Einstiegsmotor 1,4 Liter Benzinmotor für 14.690 Euro zu haben sein. Und das Fahrzeug wird jetzt gerade eingeführt. Ende November ist es im Handel. Der Hyundai iX20 ist eine rundum erfreuliche Neuerscheinung. Geräumig, flott, innen flexibel, außen attraktiv, preislich attraktiv, gut ausgestattet, wartungsfreundlich und mit einer langen Garantie ausgestattet. Da gibt es beim besten Willen wenig zu meckern. Wirklich gar nichts? Die Karosserie könnte ein wenig übersichtlicher sein. Aber in der gehobenen Ausstattungslinie Komfort ist sogar eine Einparkhilfe im Preis enthalten.